Ja, ich habe mir gedacht, was machen wir denn mit ihm jetzt mal? Ich habe mal so 3 kleine Filmclips rausgesucht und würde Sie bitten, da einfach mal kurz was dazu zu sagen. Der erste Clip, da haben wir schon ganz kurz eben schon drüber gesprochen. Das ist nämlich ein Ausschnitt aus Kartoffelsalat. Hm. Ah ja. Bitteschön. Wir schließen heute die Evolution des Menschen und beginnen mit Sexual. Das hatten wir doch schon in der 7. Ja, aber seitdem hat sich viel verändert. Als ihr noch in der 7. wart, da durften ja nur Männer und Frauen den Geschlechtsakt vollziehen. Aber heutzutage, da dürfen ja auch Frauen und Frauen, Männer und Männer. Penis. 2 Frauen und ein Mann. Penis. 3 Männer und ein Schaf. Nehmen wir an, das ist ein Bahnhof. Und das ist ein Zug. Das ist ein Zug. Würde dieser Zug mit einem Gummiüberzug in den Bahnhof einfahren, könnten theoretisch keine Passagiere aussteigen. Penis. Also gehen wir mal davon aus, dass ein ganzer Menschenschwarm im Bahnhof abgespritzt, abgeladen werden soll. Dazu fährt der Zug vorsichtig in den Bahnhof ein, hin und her, her und hin. So lange, bis alle Passagiere ausgestiegen sind. Ja, ja. Er kommt gerade von Kartoffelsalat zu Alfred Hitchcock. Das finde ich hochinteressant. Ich kann das nachvollziehen. So eine Brücke zu schlagen. Also, also ich habe den Film leider oder zum Glück nicht gesehen. Aber dieser Sexualkundeunterricht war insofern interessant, dass das ein Filmzitat ist, das die Macher sicherlich nicht kannten. Und zwar Hitchcocks Der unsichtbare Dritte. Endet nämlich genau so. Der endet genau so, dass ein Zug in den Tunnel fährt. Und das ist natürlich ein Symbol für den Coitus. Naja, es ist so, dass in dem Zug gerade, wer war es, Cary Grant, glaube ich, mit seiner Partnerin, sozusagen sie zu sich im Abteil zu sich zieht. Und dann fährt der Zug in den dunklen schwarzen Tunnel hinein. Ah, und dann weiß man Bescheid. Gut. Ja, und was ist dazu zu sagen? Das ist fürchterlich. Also es ist schrecklich gespielt. Ich weiß nicht, soll es witzig sein? War das war das jetzt ein witziger Ausschnitt? Ich glaube ja. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Also das ist auch, da verstehe ich die YouTube-Generation nicht mehr, wenn das witzig sein soll. Also ich meine, sie haben jetzt die Auszeichnung als schlechtester Film der Welt bekommen. Und darüber haben sie sich ja gefreut. Also das ist ja sehr interessant, dass also etwas schlecht produziertes heute als dann ein Erfolg angesehen wird. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen und will das auch, glaube ich, nicht mehr. Wie ist denn Ottos Part eigentlich? Der macht da ja mit. Ne? Nicht der Rede wert. Ich glaube, er kennt den Film. Ja, ich glaube, das ist so die allerletzte Anbiederung an ein junges Publikum, weil Otto seit 30 Jahren keinen neuen Witz mehr hat. Ich habe ihn ja gesehen, ich habe mich ja auch ausführlich mit Kartoffelsalat beschäftigt. Jetzt Prediger Folge 40, wer mehr wissen möchte tatsächlich. Weißt du, die Folgennummer noch? Hätte ich gar nicht gewusst. Das ist die einzige, in der ich dabei war. Ottos Part ist an sich minimal. Also er wird ab und zu mal kurz eingeblendet und spielt hat mit der Haupthandlung eigentlich nichts zu tun. Und natürlich, also gut, er sagt natürlich, er hat ja Geld, er hat ein bisschen mitfinanziert den Film, er hat Geld dazu gegeben. Otto versucht einfach nur, wie auch schon bei 7 Zwerge, ab und zu so über die jüngeren Comedians-Generation halt im Gespräch zu bleiben. Das hat er jetzt auch mit den YouTubern eben gemacht, wobei eben da wird das Qualitätsgefälle nochmal deutlich größer ist. Ja, Fragen an Herrn Schmidt haben wir hier schon einige im Chat. Wer noch Fragen hat, einfach ein Separé schreiben an mich und dann machen wir die gleich noch. Hier erstmal ein weiterer kleiner Ausschnitt aus einem trashigen Film, der aber, glaube ich, auch trashig sein wollte. Man weiß es nicht genau. 25 Grad. In der Nacht wird es sich dann auf circa 15 Grad abkühlen. Das waren die Wetteraussichten für morgen. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Nicht nur im eigenen Land, auch in den Beziehungen zu den westlichen Staaten setzt der Kreml auf Tauwetter. Was meinst du dazu? Tja, ich weiß auch nicht, Joe. Keine Waffe, kein Motiv, einfach kein gar nichts. Alles, was wir haben, ist eine blutige Leiche. Blutige Leiche, meine ich. Sieh doch mal genau hin, Harry. Sein Onkel, seine Frau, seine 12 Kinder,
Das ist kein Blut. Und ein noch nicht identifizierter Indianer, nebst seiner Frau, 12 Kindern und einem Hund. New York. Tomatensaft. Auch nur zu probieren. Ja, der Angriff der Killer-Tomaten. Kennen Sie den? Nicht gesehen, nein. Ich kenne den Titel. Galt ja auch lange Zeit als schlechtester Film der Welt. Und ja. Eine reife Leistung, doch ihn abzulösen sozusagen. Ja gut, kann man jetzt vielleicht nicht viel zu sagen, aber... Insofern schon, dass das natürlich noch Filme sind, die früher so in Bahnhofskinos liefen, die es ja leider heute nicht mehr gibt. Vor kurzem gab es bei Arte ja eine ganz schöne Dokumentation darüber. Und interessant ist, dass selbst in diesen Niederungen, in diesem Trash, und das ist schlecht gespielt, schlecht gedreht und all das, brauchen wir nicht drüber sprechen, dass da doch etwas zu sehen ist, was zugleich auch in der Philosophie, in der postmodernen Theorie verhandelt wird. Also nämlich unser Verhältnis zu den Dingen, nämlich Subjekt-Objekt-Unterscheidung, ist die noch haltbar? Viele postmoderne Theoretiker wollen das auflösen. Ich erinnere daran, dass die letzte Leiterin der Documenta ja ein Wahlrecht für Tomaten forderte. Also sie sagte, also auch die haben ja ein Eigenleben und so. Und die Dame denkt, das sei etwas ganz Neues. Nein, das ist in diesem wunderbaren Film schon alles besprochen. Also man kann in diesen Niederungen doch die ein oder andere Perle finden. Okay, interessant. So, dann haben wir noch einen dritten Aufstand. Das ist ein Film, der diese Sendung wie ein roter Faden im Grunde genommen durchzieht. Ich ahne, was kommt. Und da möchten wir natürlich auch gern eine Bewertung von Wolfgang M. Schmidt haben. Und zwar, ich bin etwas romantisch veranlagt. Genauso in meiner Kindheit, wenn wir immer Ausflüge gemacht haben, zum Beispiel nach Heidelberg, der Neckar, das Schloss, wenn im Sommer am Neckar die Motorboote entlangfließen. Genauso in Bad Dürkheim, in die Pfalz, herrlich ist das, der Dürkheimer Wurstmarkt und das. Sehen Sie gerne Fotos? Oh ja, das würde mich sehr interessieren. Kann ich Ihnen mein Fotoalbum zeigen? Bitte setzen Sie sich neben mich. Erkennen Sie mich hier auf diesem Bilde? Das ist ja schön, ist das. So eine nette Frau und so eine warmherzige, warmblütige Frau. Das erste Mal, glauben Sie mir das? Ich bin richtig glücklich und verliebt in Sie. Das muss ich wirklich sagen. Sie machen Sie ein Kompliment. Ich habe auch bis jetzt Männer gehasst. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich unwahrscheinlich. Luzi, du bist alles für mich. Der Blick dafür alles. Ja, also ich bin ein großer Fan dieses Filmwerks. Sie haben den Film tatsächlich sogar, ist ja. Das ironisch gemeint, oder? Nein, ich bin wirklich ein großer Fan. Ich liebe diesen Film. Das ist bekannt. Aber Sie nicht. Nee. Gut. Nein. Dann habe ich ja schon mal einen auf meiner Seite. Ich habe diese Szenen alle schon 100 Mal gesehen und ich muss immer wieder, ich musste auch gerade wieder lachen. Ich nee. Komme aus dem Lachen nicht raus bei diesem Film, deswegen liebe ich ihn so. Oh. Ja, ich habe den Film auch vor langer Zeit gesehen und hatte ihn verdrängt bis heute Abend. Das Problem mit Rosa von Braunheim ist ja, dass er glaubt, ein Filmemacher zu sein und irgendwie seinen Aktivismus dann auch in den Filmen durchblicken lässt. Und ja, das ist Dekonstruktion der bürgerlichen Moral und so weiter. Das ist halt, wenn man, das gibt es zu dieser Zeit ja zuhauf, aber das ist eben nicht Louis Buñuel, sondern Rosa von Braunheim. Und das ist natürlich einfach nur schlecht. Also und Rosa von Braunheim rennt da eigentlich offene Türen ein und das macht er ja bis heute so, das ist ja sein politischer Aktivismus, dass er immer noch glaubt, er sei irgendwie Avantgarde und rennt hinterher. Also ich kann damit nichts anfangen und möchte, glaube ich, auch nie wieder was von Rosa von Braunheim sehen. Sehr schön. Ich fühle mich nicht mehr so allein. Wunderbar. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.